Ja, liebe Zuschauer, ihr habt ja mitbekommen, dass ich den Jacuzzi gebaut habe. Der sieht auch ganz gut aus, funktioniert auch alles. Aber bei den ganzen Bauarbeiten hat hier nebenan, hier war alles mal Gras. Das ist komplett kaputt gegangen, nicht nur durch die Dürre, sondern auch den ganzen Zement und die Bauaktivitäten, ist der komplett weggegangen. Und ich habe nun ein Gartencenter hier beauftragt, 56 Quadratmeter ja, Rollrasen, sagt man, glaube ich, dazu, hier auszubreiten. Da wird also Mutterboden, wie soll da aufgebracht werden, Dünger kommt da schon rein und da oben kommt dann das Gras drauf. Und dann wird das Ganze hier unten von hier vorne aus alles ausgelegt. Jetzt fragt der eine oder andere, was ist das denn da für eine grüne Scheibe mit so einer Stange? Ja, das ist, wie soll man sagen, bei einem Bierabend waren die Frauen hier am Tanzen und haben sich beschwert, sie hätten keine Tanzfläche. Wienand ist eine begeisterte Tänzerin und sie wollte auch mal so an einer Stange tanzen, das auch lernen. Da habe ich gesagt, okay, machen wir noch, bevor der Rasen reinkommt. Und wir nehmen für die nächsten Tage das Wasser vom Pool. Das pumpe ich dann ab und das kommt dann auf die neue Rasenfläche, weil ich noch innerhalb des Pools noch ein paar Dinge machen möchte. Hier unten möchte ich auch noch die Treppen neu beschichten. Da oben seht ihr ja diese blauen kleinen Steine, habe ich ja auch mehrfach in einem Video vorher gezeigt. Und hier unten, das soll alles so ausgelegt werden, weil das nämlich eine feine Sache ist, rutschfest. Man sieht von den dreckigen Füßen, den Dreck sieht man nicht da drauf, ist einfach spitze. Was ich nur festgestellt habe, tiefen Grund kann man nicht im Wasserbereich so ohne Weiteres nutzen. Wenn ihr nämlich mal von hier aus in den Pool reinschaut, die zweite Stufe, da ist Tiefengrund drauf, um die Steine festzuhalten und da ist mehr weiß als blau. Die erste Stufe ist mit dem Harz gemacht und hier draußen die große blaue Stufe, das ist immer trocken, da ist es nicht. Also wenn das dauernd in Verbindung ist, Tiefengrund mit dem Wasser, dann wird das mit der Zeit weiß. So, und dafür mache ich jetzt hier oben, nein, hier unten haben wir ja eine Reinigungsstelle für die Füße, da ist ja immer Wasser drin. Da wird mit dem Harz die Steine festgemacht, habe ich auch schon. Und in dem anderen Bereich, wo also sehr schnell das Wasser abtrocknet, kann ich den tiefen Grund benutzen, weil 5 Liter nur 650 Watt kosten und 750 kosten knapp 2 Liter von dem Harz. Aber jetzt warten wir erstmal auf die Jungs mit dem Rasen. Die sollten schon längst hier sein, aber das Thailand-Termine werden meistens nicht von den Thais eingehalten, muss ich leider immer wieder sagen. Die rufen auch meistens nicht zurück. Man muss sich immer selber darum kümmern. Und wenn man das weiß, dann weiß man, man ist in Thailand. Ich werde jetzt die Kamera hier unten hinstellen und warten, bis sie kommen. Dann werde ich das Ganze mal mit Zeitraffer aufnehmen, was die Jungs hier machen. Es sind jetzt 4 Wochen fast vergangen. Die kompletten 8000 Liter aus dem Pool sind hier auf den Rasen gekommen. 4-5 Mal habe ich den Rasen am Tag gegossen, jetzt hier in der Trockenzeit. Und jetzt könnt ihr euch mal das Resultat ansehen.
Ich finde es enttäuschend. Das Ganze hat mir nämlich 9000 Baht gekostet und man sieht sehr viele braune Stellen und einen Haufen Unkraut dazwischen und auch noch dazu falsches Gras. Ich gehe jetzt mal mit euch runter und erkläre euch, was ich meine. Dieses großblättrige Gras habe ich bestellt. Das ist super widerstandsfähig, Trockenzeit und hält viel aus, wenn man da drüber läuft. Und ich habe aber nicht nur dieses gekriegt, ich habe auch ganz normales Gras hier bekommen. Seht ihr? Ein Mix von irgendetwas Grünem. Hier sieht man die Trockengebiete. Hier kommt das ganze Unkraut. Ich habe schon einiges da rausgeholt. Hier alles Unkraut. Und nichts zu sehen von dem Gras, was ich eigentlich bestellt habe. Da hinten ist mal wieder eine Platte. Man sieht ganz genau, da ist eine Platte. Und hier Unkraut. Also ich wollte schon zum Gartencenter gehen und da mal, wie man so schön sagt, mit der Faust auf den Tisch hauen, was das hier soll. Aber die Wienand meinte, da hat man hier in Thailand wenig Erfolg. Man kriegt auch kein Geld mehr zurück. Wenn man was angezahlt hat, das ist ja vorbei. Wie das hier verlegt worden ist, da war dieses Braune, das war Gras, ja. Ich sah schon, dass das so ein bisschen gemixt ist, aber da habe ich mir noch gar nichts Großartiges vorgestellt, weil der Anfangsbereich, den ich euch gerade gezeigt habe, der sah ja super aus, aber mit dem anderen, die 9000 Baht kann ich in den Wind schreiben. Da kriegt man kein Geld mehr zurück. Ich hatte mir ja wirklich so vorgestellt, das ist auch sehr weich, wenn man da drauf tritt. Viele Wochen kommt das auch ohne Wasser aus, in der Trockenzeit. Und dann bekomme ich so einen Mist geliefert. Ja, jetzt würde ich mal sehen. Es ist auch weiterhin gewässert worden. Also Wasser war hier nicht irgendwie der Notstand, wie gesagt. 8000 Liter hier aus dem Pool sind rausgegangen, weil ich innen drin noch was gemacht habe. Was lernen wir daraus? Eine Garantie zu kriegen hier in Thailand ist sehr schwierig. Und dass jetzt sowas ausgebessert wird auf Kulanz oder so, sehr schwierig. So. Ich muss jetzt gucken, dass ich das Unkraut raushole immer und dass dieses andere, das Gras, was ich eigentlich haben wollte, dass ich das weiter ausbreiten kann hier in der Fläche. Und dann sehen wir mal für die Zukunft. Aber ich habe das Gras gesehen, wie das ausgelegen hat im Gartencenter. Und ich sagte, dieses möchte ich haben. Da waren also über 30, 40 Quadratmeter ganz gut. Und daneben lag ein Feld mit dem langen, also dem normalen Gras, was ihr in Deutschland so kennt. Ich sage, das will ich nicht. Und die haben das dazwischen gewürfelt, damit 65 Quadratmeter zustande kamen. Okay. So, das sind meine Erfahrungen. Guckt, wenn ihr sowas haben wollt, dass die gesamte Fläche auch vorhanden ist. Und nicht, denn so ein Mix entsteht hier von so einem Mist eigentlich. Man hat ja für das Geld auch gearbeitet. So, das war's. Tschüss.